Hab es geschafft. Inventar, ich habe doch neue Sachen. Wunderring vergoldete. Oh. Wenn man davon auch mal was sehen würde. Okay. Der Wunderring, den habe ich jetzt nicht. Ah, den kann ich verkaufen. Lalala. Schnell zu der kurzen. Ascha, lebst du noch? Ich hoffe mal. Sonst kriege ich aber gleich einen Anfall. Oh oh. Warum weint sie? Warum weint mein Charakter? Oh, 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 what, dot, dot. Du, was kann ich euch sagen? Oh nein, Kitsune, das tut mir leid. Ich kam zurück so schnell ich konnte. Sind dann rausgefallen, chinesisches Neujahr. Ah, es tut mir leid, Kitsune. Offenbar hat Ascha versucht, euch zu beschützen. Doch das konnte sie nur, indem sie eins wurde mit Tiaran. Oh, wenn ihr sie aufweckt, wäre das Ende für den Baum des Kummers und zugleich für die gesamte Insel. Ich teile euren Schmerz, aber es gibt noch immer viel zu tun. Es gibt einen Verräter innerhalb der Föderation. Da wir beide die Einzigen sind, die davon wissen, solltet ihr euch mir anschließen. Hier hält mich nichts mehr. Traurigen Ort. Ja, hier können wir jetzt erstmal weitermachen. Ich muss jetzt erstmal was verkaufen. Ich war es nicht. Ja, ja, das hast du jedes Mal, dass du es nicht warst. So, jetzt habe ich immerhin. Ja, ja, du freust dich. Oh, Level Up, Kratz. Naja, passt schon. So, nächstes Mal machen wir weiter. Nicht Level 11. Ne, Level 10. Also gut, dann bis zum nächsten Mal hier bei Terra. So, und jetzt muss ich erstmal gucken. Aha, da haben wir eine Gunner-Klasse. Da haben wir eine Figur, die da so weggeglitscht. So, jetzt muss ich erstmal... Selbst mal Linsen. Questbuch. Für die Kinder. Douglas, tut mir leid, in der Beschreibung spreche mit Walgrey. Was war das? Okay, wo haben wir denn? Ach, da. Was führt euch her? Der Fernseher ist zu laut. Ihr habt alles getan, was ihr könnt, Kitsune. Niemand könnte noch mehr von euch verlangen. Auch für die Kinder. Vielen Dank. Durch eure Tapferkeit und euer schnelles Eingreifen konnte eine drohende Katastrophe in einen Sieg verwandelt werden. Wenn man bedenkt, dass ihr heute Morgen noch ein unerfahrener Ninja wart, der sich zum Sammeln von Rindenproben freiwillig gemeldet hat. Ich glaube, ich sehe nun, was Ascha in euch gesehen hat. Ihr seid wahrhaft zu Größerem bestimmt. Aber ich habe die Kinder im Stich gelassen. Jetzt hört mal gut zu. Ihr habt getan, was in eurer Macht stand. Das Dorf ist immer noch da. Die gesamte Insel ist immer noch da. Und das dank euch. Und das bedeutet, dass es dank euch immer Hoffnung für Ascha gibt. Sie schläft zwar, aber sie ist am Leben. Und wahrscheinlich lebt sie so lange, wie Tiaran existiert. Und das gilt auch für die anderen Kinder. Vielleicht findet das Mysterium eines Tages einen Weg, wie man sie wecken kann.
Oh, Tiarans Wurfsterne, Geld und Erfahrungspunkte. Yay, yeah, wir haben Stufe 11 erreicht. Für die... Aha. Niemand könnte euch mehr fragen. Da ist halt, wenn Mittes euch eingeladen hat, nach Velika zu begleiten, euch Föderationen anzuschließen, nicht wahr? Werde ich das Angebot annehmen? Ich weiß nicht. Ihr solltet nach Velika reisen. Ihr habt heute bewiesen, dass ihr eine fähige und heldenhafte Ninja seid. Weibliche Ninjas heißen für gewöhnlich Konoichi, aber ist einfach mal so, ne? Wir nehmen es nicht ganz so genau. Und die Götter wissen, dass die Föderation Leute wie euch dringend braucht. Nehmt das Angebot an, reist nach Velika, werdet zu den Helden, den Ascha in ihren Träumen gesehen hat. Aber was ist mit dem Schattenbaum? Gott, wie viel Text hat dieses Spiel? Könnt ihr wirklich nach allem, was ihr heute gesehen und getan habt, zurückkehren, um Wurzelproben zu sammeln und noch Saftgefäße zu holen? Heute brauchen wir einen Helden. Ja, brauchten wir einen Helden. Noch die Valkyrn-Föderation braucht sie jeden Tag. Ascha war nicht die Einzige, die euer Potenzial aufgefallen ist. Auch ich sehe es. Und Douglas hat versprochen... wieso sage ich eigentlich mal Douglas? Dougal hat versprochen, beim Föderationskommando ein gutes Wort für euch einzulegen. Schaut, wenn ihr euch Sorgen um uns macht, dann sprecht mit Emon. Er wird euch dasselbe sagen. Aber wir müssen erst noch... Ich bin jetzt mal gespannt, ob das Ding anders aussieht. Es sieht zumindest da anders aus. Jawoll, jetzt hat's drei und das schneidet meinen Schweif ab. Augenblick mal. Tiaran wird sich erholen, aber es wird Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, lang genug lebe, um zu sehen, wie die Kinder wieder die Sonne lachen und spielen. Hm. Soll es ein Scherz sein? Sicher, wenn ihr hier bleibt, seid ihr die größte Heldin der Traumbauminsel. Aber wie viele Leute leben hier? 50? Hört mir gut zu, die verdammten Argonen haben, was sie wollten. Aber nun werden sie einfach zur nächsten Insel und seinem anderen Dorf weiterziehen, genauso für Chaos sorgen wie hier bei uns. Was, wenn das Dorf keinen eigenen Helden hat? Ihr seid dazu bestimmt. Geht und macht uns stolz. Aber erst muss ich noch was verkaufen. Kommt wieder, wenn ihr Bescheid wisst. Der hat aber auch sonst Verkaufswert, Durchschnittspreis. Das ist noch nur, kann den Rohmaterial der ersten Ordnung. Zerlegen. Okay, wie man was zerlegt, weiß ich nicht. Ist ja auch wurscht. Jetzt gehen wir erstmal. Es stimmt, dass wir ein Teil der Föderationsmilitärs sind, aber wir sind vor allem hier, um Sicherheit für die Forscher zu gewährleisten. Ihre Arbeit ist für die Valkyrn-Föderation sehr wichtig. Wenn dieser Baum, diese Kinder, Naturkatastrophen auf feindliche Angriffe sagen können, lohnt es sich, ein Truppenaufgebot hier zu halten. Freut mich, das zu hören. Willkommen in der Valkyrn-Föderation. Das ging ja schnell. Außer euch gibt es nur wenige Leute in der Föderation, denen ich wirklich vertrauen kann. Ihr werdet bis an die Grenzen eurer Fähigkeiten gehen müssen, um den Spion in unseren Reihen ausfindig zu machen. Da keiner in der Föderation bisher von euch gehört hat, werdet ihr meine Geheimwaffe sein. Wie meinst du das? Das ist der Teil, der euch nicht gerade gefallen dürfte. Ihr müsst so tun, als wäre nichts von all dem passiert. Dass ihr noch nicht einmal von der Traumbauminsel oder von Tiaran, dem Baum des Kummers, gehört habt. Mein offizieller Bericht über den Angriff der Argonen wird andeuten... Ah ja. Emon Wächter unterstützt habt. Ich werde auch keinen weiteren Namen nennen. Offiziell bin ich euch auf der Insel der Dämmerung begegnet und habe euch mit dafür aus den Soldaten beeindruckt. Werd einfach ein weiterer Rekrute pflichtgemäßer Data. So viel zum Thema Rosell sein. Oh, das wird trotzdem geschehen, wenn ihr euch die Probleme der Föderation mit gleicher Tapferkeit, gleicher Entschlossenheit annehmen will. Wie ihr sie heute gezeigt habt, werdet ihr in kürzester Zeit einen Namen machen. Und ich habe einen Regenschirm auf dem Rücken. Das sieht aus wie ein Regenschirm bei ihm auf dem Rücken.
Wenn der Verräter doch erfährt, dass ihr die Argonen hier vertrieben habt, wird er dafür sorgen, dass ihr nicht so lange lebt. Ha, Elins sind unsterblich. Obwohl, ja, wenn man sie umbringt, sind sie trotzdem tot. Verabschiedet euch also von Kitsuna, der siegreichen Heldin, und begrüßt Kitsuna, die diensttaugliche Rekrutin. Trotz aller Bemühungen blieb den Argonen die Kraft des Baumes verwehrt. Zufrieden damit, dem göttlichen Blick ein Ende bereitet zu haben, zogen sie sich zurück. Sie vereinten ihre Streitkräfte, um ohne jede Vorwarnung anzugreifen. Die Valkyon-Föderation versammelte all ihre Völker, um dem feindlichen Heer gemeinsam entgegenzutreten. Mehr denn je braucht sie jetzt unerschrockene Kämpfer wie euch. Ah ja. Meine Elin, die tanzt ja einmal rum. Ich möchte aber andere Klamotten haben. Teile für das. Achso, ja. Ich wusste, ihr würdet euch für das Richtige entscheiden. Ich war so frei, habe einige Papiere für euch verfasst, die eure Geschichte bekräftigen. Ihr seid in eure Rekrutenpflicht mit Bericht erstattet. Nur von euch verabschieden. Wenn wir uns in Velika wiedersehen, werden wir so tun, als hätte das hier einen anderen Verlauf genommen. Ich hoffe, reich, um Spionen irre zu führen. Fürs Erste habe ich dafür gesorgt, dass ihr nach Velika gelangt. Begebt euch zur Pegasus-Plattform und sprecht mit Orbelus. Nicht Obelix? Der Flugmeisterin. Orbelus, ist eine Frau. Sobald ihr euch allen verabschiedet habt, wird euch erklären, Pegasus-Plattform funktioniert und euch dann auf den Weg schicken. Bis zu unserem nächsten Treffen. Wir sehen uns bald wieder. Immer diese Gehörnten. Wo muss ich hin? Und ich habe schon wieder irgendwas Neues bekommen. Achso. Dupdi-dupdi-du. Ach, das hier ist die Pegasus-Plattform. Das Andenken sei leicht. Ja, für Ration. Bei Pegasus Flugpferde für lange Strecken, Fußgänger keine Option erstellt, von hier bis nach Velika. Von hier bis Valkyria beispielsweise. Wir nutzen diese Plattform als Landeplan, jede Stadt, jedem Dorf hier nach Kaiator. Pegasus andere Plattform zu reisen, schreibt einfach Flugmeister, zeigt auf die Karte, wohin gehen, sei bestimmtes Ziel noch nicht befugt seid, könnt ihr euch nicht auswählen, lasst wissen, wenn ihr bereit zum Abflug seid. Ich möchte fliegen! Oha. Da muss ich hin. So sieht das also aus. Aber ich kann nicht selber fliegen. Ich werde geflogen. Warp-Geschwindigkeit! Oh, das kann man gut als Thumbnail benutzen. Oh, ist das eklig, dieser Effekt, wenn man da zu lange reinguckt. Schon sehr imposant. Das auch. Okay, da ist eine Event-Arena. Hm.
Irgendjemand hinter mir? Nö. Aber da ist jemand vor mir. Frisch abgefliegt. Und wo muss ich hin? Dabdididadu. Seriously, wo muss ich hin? Das habe ich doch gemacht. What? Da war ich doch! Ernsthaft, ich muss wieder zurück. Was ist denn? Dies betrifft uns alle. Es kostet mich wieder Geld.